Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt's was richtig Cooles, denn wir haben eine Lookfantastic Box und zwar die von Juni zum Unboxen. Das ist eine Abo-Box, also eine Beauty-Abo-Box. Die sieht so aus, ich habe es gerade aufgemacht fürs Thumbnail. Ich finde diesmal richtig schön. Also vom Design her, Juni Elements Beauty Box, das ist das Eco-Monat. Belebe diesen Juni deine Beauty-Routine mit unserer Elements Edition. Diesen Monat gibt es eine speziell designte Box, die ein Licht darauf scheint, was wirklich in deinen Produkten enthalten ist. Ist ja schon mal interessant. In dieser Box sind Produkte im Wert von über 60 Euro. Es befinden sich 6 Produkte drin, ich glaube wie jedes Mal. Und die nicht nur gut für deine Haut, sondern auch gut für den Planeten sind. Ja, da sind wir gespannt. Wir werden das gleich gemeinsam auspacken. Nachhaltig produziert und voll recycelbar. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das gerne, denn es kommt jetzt auch immer die Lookfantastic Box auf jeden Fall. Also ich bin bisher sehr zufrieden, muss ich sagen. Im Gegensatz zur Glossy Box, weil die habe ich noch nicht mal erhalten vom vorherigen Monat. Aber ja, also wenn ihr sowas sehen wollt, immer so zum Thema Beauty, Lifestyle, auch ein bisschen Fitness und Ernährung, dann abonniert gerne. So, wir schauen uns das gute Stück mal an. Ich mache die direkt auf. Und dann kommt da wieder dieser Sticker für die Originalverpackung. Also, dass ihr wisst, dass da noch keiner dran war. Sieht auch recht schön aus, finde ich. Und so sieht die Box dann aus, wenn ich sie aufmache. So, und dann sehe ich schon das erste Produkt, und zwar von So Eco, der Gentle Facial Buffer. Cruelty-free und vegan, recycelbares Packaging. Richtig schön, schaut mal. Also sowas habe ich noch nicht. Das ist für ein sanftes Peeling-Erlebnis mit diesem natürlichen Gesichtspuderschwamm. Hergestellt aus natürlicher Baumwolle und Flachs. Okay. Ist auf jeden Fall relativ weich. Also ich glaube, wenn das nass ist, lässt sich das super benutzen. So, dann haben wir Produkt 2 und das ist, finde ich, das Beste, was ich bisher gesehen habe aus der Box. Und zwar von Rituals, The Ritual of Ying, Your Path of Inner Peace Mild Body Scrub. 70 Milliliter. Übrigens, ich werde probieren, dass ich euch die Preise so ein bisschen runterrechne. Schaut dafür gerne in der Infobox vorbei. Ja, also den grünen Duft kenne ich noch nicht. Ich kenne den roten, den weißen und den blauen. Und die finde ich richtig gut, deshalb bin ich gespannt auf den. Und ein Body Scrub geht ja immer und das könnte man gleich mit dem hier auch auftragen. Auch wenn ich glaube, dass der hauptsächlich fürs Gesicht gedacht ist. Dann Produkt 3 ist Philip Kingsley Styling Finish Touch Polish Serum. 20 Milliliter. Dann haben wir als nächstes Balance Me Pre- and Probiotic Cleansing Milk. 30 Milliliter. Reveal Calmer, Clearer and Brighter Skin with Bioactive Pre-Probiotic Complex. Okay, klingt interessant, es ist eine kleinere Größe, ich schätze mal, es ist auch ein bisschen teureres Produkt. Dann haben wir von Dr. Lip Tint 100% Natural Red Reddish Pigment, 8 Milliliter. Und das fand ich besonders interessant, ich habe ja ein Vorschaubild gesehen. Ich habe mir noch keine Unboxings und so angeschaut, es sind auch, glaube ich, erst 3 online, aber ich habe es extra vermieden. Ja, und das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Dann kommen wir auch schon zum vorletzten Produkt, wo ich glaube, dass es auch ein bisschen teureres Produkt ist, und zwar von Espa. Da hatte ich schon mal in den Adventskalender Produkte, die fand ich immer recht gut. 24-Hour Eye Moisturizer, also eine Augencreme. Das ist eine kleinere Größe, aber ich glaube, die ist relativ teuer. 7 Milliliter sind drinnen. So, dann haben wir als letztes Produkt auch ein richtig cooles Produkt, was ich aber, glaube ich, hergeben werde. Und zwar von L'Oreal, also ein reinigendes Handgel mit Alkohol und Glycerin. Das heißt, dass die Hände schön geschmeidig werden. Ja, für die Hände dermatologisch getestet. Und so sieht es aus. Und das ist wirklich mal eine große Größe mit 125 Milliliter. Finde ich richtig schön. Werde ich aber wahrscheinlich weitergeben, weil ich habe noch so viel davon. Und ja, die Box gefällt mir eigentlich richtig gut, da hängt ein Haar. Leute, ich habe die gerade erst bekommen, denn ich bin gerade erst zurückgekommen jetzt vom Arbeiten und ich war noch in der Stadt, habe noch ein paar Sachen erledigt, habe mit der Post und DHL gestritten und dann komme ich zurück und sehe, dass die Box da ist. Also richtig cool. Ich finde die mega, mega schön, deshalb habe ich es auch direkt abgedreht. Ich bin aktuell mit Lookfantastic sehr zufrieden. Ich habe die im Abo für 17 oder 18 Euro für 3 Monate. Das heißt, ich bekomme noch eine Box und bisher muss ich sagen, wenn es so weiterhin aussieht, dann werde ich mir die auf jeden Fall wieder abonnieren. Ich habe auch einen Freunde-Empfehlungslink. Da könnt ihr mal in der Infobox reinschauen, da werde ich euch dann irgendwo reinschreiben. Dann könnt ihr auch, glaube ich, irgendwie 10 Euro oder so sparen. So, ich blende euch jetzt hier nochmal über mir die ganzen Produkte ein.
Denn also mein Favoritenprodukt ist eigentlich das Rituals Produkt, dieses Body Scrub, dann dieses Facial Buffer. Was ich auch ganz cool finde, ist die Eye Cream. Was ich nicht so gut finde oder was jetzt bei mir vielleicht nicht so gut passen würde, ist die Cleansing Milk. Und dieses Lip Tint finde ich auch richtig cool. Also lauter Sachen, die man wirklich gebrauchen kann aktuell. Und gefällt mir gut, ist auch so ein bisschen sommerlich angehaucht. Und ja, lasst mir eure Meinung gerne in den Kommentaren da. Wie findet ihr die Box? Habt ihr die Box im Abo? Ja, ansonsten war es das auch schon wieder mit dem Video. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann freue ich mich schon wieder aufs nächste Video, bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss!